Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. In diesem Video werde ich kurz über die Bundesliga sprechen, beziehungsweise die Saison neigt sich ja zum Ende zu und es stehen noch einige sehr interessante Partien an. Und darüber werde ich gewisse Prognosen geben, die Spiele analysieren und wie es am Ende der Tabelle aussehen wird. Wird nämlich noch wirklich sehr, sehr spannend. Hierbei beginnen wir von unten nach oben. Und wenn man hier unten schaut, kann man hier gleich reinstarten mit Schalke, sowieso abgestiegen, spielt in diesem Fall keine Rolle. Aber generell der Abstiegskampf wird noch wirklich sehr, sehr interessant. Hertha, Köln, Bielefeld, Bremen und auch Augsburg sind meiner Meinung nach die Kandidaten, die hier noch in Frage kommen könnten. Hertha hat ja wirklich Probleme hier jetzt mit Corona-Fällen gehabt und deshalb haben sie noch einige Spiele. Doch ich denke, dass Hertha wirklich die Klasse besitzt, sich da rauszuretten, denn meiner Meinung nach haben die Berliner wirklich einen Kader, der wahrscheinlich sogar Europa League-reif wäre, mit wirklich krassen Einzelspielern, auch ein Matheus Cunha und vielen mehr, die im Prinzip sehr, sehr gut sind, aber als Team schafft sie es einfach nicht, die Spiele zu gewinnen, was wirklich sehr schade ist, denn Hertha hätte Potenzial, eine krasse Mannschaft zu sein. Jetzt sind sie mitten im Abstiegskampf und müssen hier noch einige wichtige Spiele gewinnen, haben aber nicht allzu schwere Gegner, deshalb denke ich, dass sie sich da rausretten können und vielmehr wird es hier eher Vereine treffen wie Werder Bremen und Bielefeld. Das sind meiner Meinung nach die Abstiegskandidaten Nummer 1. Bielefeld meiner Meinung nach haben auf jeden Fall die Möglichkeiten, dass sie Bundesliga spielen, die sind nicht schlecht, die wollen, die haben einen tollen Torwart, der wirklich performt, aber im Endeffekt sind sie offensiv zu ungefährlich, machen wenig Tore und das reicht einfach nicht, um in der Bundesliga zu bleiben. Deshalb glaube ich, dass Bielefeld absteigen wird, gemeinsam mit Schalke 04. Und sich Werder Bremen, die ja wirklich eine aktuelle Katastrophe sind, noch auf den Relegationsplatz retten können. Werder Bremen, letzte 7 Pflichtspiele allesamt verloren, da passt einfach gar nichts. Sie kriegen so viele Tore, sie haben keinen richtigen Stürmer, der viele Tore macht. Der einzige beste Mann im Nebenspiel ist Pavlenka und den trifft im Prinzip nie die Schuld bei den vielen Gegentoren. Es ist immer das Gleiche mit Werder Bremen. Sie starten gut in die Saison, performen, zeigen, was sie drauf haben, gewinnen viele wichtige Spiele, gewinnen auch Spiele gegen manchmal gute Vereine und zum Schluss passt nichts mehr und sie sind wieder mitten im Abstiegskampf drinnen. Ich denke, dass es sich diese Saison noch ausgeht auf einen Relegationsplatz, aber trotzdem wirklich wieder eine sehr, sehr schwache Leistung in den letzten Wochen von Werder Bremen und sie müssen auf jeden Fall aufpassen, denn auch sie haben noch einige Spiele, wo sie sich sehr, sehr schwer tun könnten. Im Prinzip raus aus dem Abstiegskampf sind für mich Mainz und Augsburg. Man muss wirklich sagen, Mainz, die Überraschung der Rückrunde, die spielen unglaublich krass, die machen Tore, die sind offensiv stark, die wollen die Spiele gewinnen und für mich sind sie so gut wie durch, sie haben es geschafft. Tolle Rückrunde, wirklich, wirklich sehr, sehr bemerkenswert, was die da geleistet haben und somit denke ich, bin ich mir da auch sehr, sehr sicher, dass sie auf jeden Fall mit dem Thema Abstieg jetzt in den letzten 3 Spielen nichts mehr zu tun haben werden. Anders ist es bei Augsburg, bei ihnen, sie haben auch die letzten Spiele verloren, konnten auch überhaupt nicht überzeugen, haben jetzt zwar noch einen Vorsprung von 3-4 Punkten, aber um nicht abzusteigen, müssen sie auf jeden Fall auch noch mindestens ein Spiel gewinnen, denn sonst könnte es auch kritisch werden. Doch im Prinzip gibt es dann auch noch Köln. Köln hat gegen Leipzig gewonnen, Köln ist wirklich motiviert, auch gegen Augsburg den direkten Konkurrenten gewonnen. Und ich denke, dass Köln es auch noch schafft, hier aus diesem Abstiegskampf zu retten und somit sehe ich hier schlechte Chancen für Bielefeld und Werder Bremen, die einfach meiner Meinung nach wirklich die Kandidaten hierfür sind, in dieser Saison abzusteigen, was natürlich sehr schade wäre, vor allem bei Werder Bremen, da sie ja wirklich schon sehr, sehr lange in der Bundesliga sind. Ich denke, es wird sich für einen Relegationsplatz ausgehen, aber wird auf jeden Fall noch interessant, denn sehr viele Mannschaften haben noch schwere Spiele und kann alles passieren. Und somit können wir auch gleich weiterschauen. Ins Mittelfeld der Tabelle, da kann sich nicht mehr viel tun. Es ist nur noch interessant zwischen Gladbach und Union Berlin, wer sich hier da den 7. Platz krallt. Ist meiner Meinung nach klar, Borussia Mönchengladbach, die haben wirklich in den letzten Spielen wieder gezeigt, was sie drauf haben. 4:0-Sieg gegen Frankfurt, auch Embolo wieder mit ein paar Toren, Player und Thuram, das ist wirklich schon sehr, sehr stark, was die da abliefern in den letzten Wochen. Hat ja nach dem Trainerwechsel etwas gekriselt hier mit Marco Rose, aber sie haben wieder gut den Spur zurückgefunden und zeigen, was sie drauf haben. Und Union natürlich mit einer unglaublichen Saison, wirklich sehr, sehr bemerkenswert, aber ich denke, dass es im Endeffekt nicht reichen wird, sich vielleicht für Europa zu qualifizieren.
An Leverkusen werden sie sowieso nicht mehr vorbeikommen und deshalb denke ich, dass Gladbach den 7. Platz belegen wird. Die anderen Plätze wie Hoffenheim, Stuttgart, Freiburg, ja, ist im Endeffekt egal. Sie können nicht absteigen, sie können nicht nach Europa. Wer hier dann wo steht, ist im Endeffekt nicht wichtig. Und somit können wir auch gleich noch zu den wirklich interessanten Partien gehen, nämlich auch in der oberen Tabellenhälfte. Bayern ist ja sowieso schon sehr, sehr fix Meister, doch in den letzten Wochen wurde es ja nochmal interessant, wenn es ums Thema Champions League geht. Denn Borussia Dortmund hat ja nochmal gezeigt, dass sie wirklich sich qualifizieren wollen für die Champions League und sind mittlerweile auf einen Punkt an Frankfurt und zwei an Wolfsburg dran und das wird nochmal richtig spannend, denn Dortmund, die sind richtig in Fahrt gekommen, die haben die letzten Spiele in der Bundesliga sehr, sehr gut performt, haben jetzt noch ein schweres Spiel in Leipzig und auch gegen Mainz, denn das könnte auch auf jeden Fall nicht so einfach werden. Doch ich denke, dass Dortmund sich wirklich den 4. Platz holen wird, denn es ist auch zu erwähnen, dass Frankfurt schon einige Ausrutscher in den letzten Wochen hatte und auch nicht zu 100%ig jetzt bei dem Stand sind, wo sie jetzt vor ein paar Wochen waren. Somit kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass Dortmund hier wirklich noch an Frankfurt vorbeizieht und auch Wolfsburg hat noch ein Spiel gegen Union Berlin. Und man muss wirklich erwähnen, dass Wolfsburg in dieser Saison generell wirklich durch ihre Konstanz glänzen konnte und nicht jetzt durch die Big Points gegen die großen Teams. Somit haben sie auch noch ein paar schwere Spiele und ich denke, dass es hier auch nochmal sehr interessant wird. Und für mich ist Dortmund in der Champions League, wenn sie alle Spiele gewinnen und jetzt nicht wirklich eine Niederlage kassieren, dann hat Dortmund wirklich sehr, sehr gute Chancen, sich diese Saison noch für die Champions League zu qualifizieren. Leipzig wird den 2. Platz ja nicht mehr hergeben. Und im Endeffekt sind für mich die Kandidaten, die da hier jetzt noch dabei sind, wirklich Wolfsburg und Dortmund für die Champions League und Frankfurt. Habe ich das Gefühl, dass sie wirklich da noch etwas nachlassen und auch sie haben ja auch noch einige schwere Spiele. Darum denke ich, dass sie es nicht schaffen werden. Leverkusen wird sich den Platz 6 holen, haben ja auch gut gespielt und wieder einige Tore geschossen, sind wieder auch vorne dabei und das gefällt mir sehr gut. Und ja, im Endeffekt kann man da sozusagen, das war es auch im Prinzip von diesem Video zu der Bundesliga-Prognose. Es sind noch sehr, sehr viele interessante Spiele, es wird noch sehr spannend. Im Fußball kann alles passieren. Auch im Endeffekt würde ich es mir für nächste Saison wünschen, dass es wieder so wird, auch jetzt um den Kampf in der Champions League. Und vielleicht wäre es natürlich noch um einiges besser, wenn der Kampf um die Meisterschaft noch etwas interessanter wird. Aber im Großen und Ganzen wirklich, eine gute Saison mit vielen Überraschungen, mit vielen Überraschungsteams, könnte man schon fast sagen. Und auch einem spannenden Abstiegskampf. Und was will man als Fußballprofi im Endeffekt mehr? Und das erhoffe ich mir natürlich auch für die nächste Saison. Wenn euch dieses kurze Video zum Bundesliga-Finale gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao. Poppin' down apocalypse. I used to whip on a 50. Now I buy my baby Fendi. She told me she wanted that girls. Think I might tell her like Timmy. Think I might tell her the lights. Turn it up volume, I'm chillin'. Don't get no pussy online. I did not phone with no Hilly. No Tinder. This the motherfucker who be killin' shit. West Coast from the mo. Puttin' shit in motion. I been causin' more problems. I been gettin' more.